Tetonade sitzt direkt vor uns, hier bei Phoenix Wright Dual Destinies. Er ist bereit, nun endlich die Wahrheit zu erzählen. Und ja, ich bin sie mal sehr, sehr gespannt, was wir dabei erfahren werden. Sie, was für Nerven Sie haben, hier hinzukommen. Sie sind hier, um mich auszulachen, hä? Als ob ich meinen Atem für Sie verschwenden würde. Oh! Der hat neue Brillen. Toll. Schließlich sind Sie die Person, die Apollo angegriffen hat und ihn ins Krankenhaus geschickt hat. Gewalt. Nein. Fragen. Okay. Keine Gewalt? Zu schade, dass Apollo keine Chance gehabt hatte, das zu sagen, bevor er angegriffen wurde von Ihnen. Gut, beantworten Sie mir nur eine Frage, Mr. Tornade. Was ist diese Wahrheit von Ihnen, weswegen Sie den Gerichtssaal in die Luft gesprengt haben? Nein, ich hab's nicht getan. Ich habe den Gerichtssaal nicht in die Luft gesprengt. Als ich Inspektorin Arm umbrachte, war eine weitere Person im Raum. Was reden Sie denn da? Wer hätte es denn sonst sein können? Ich habe es gesehen. Ich sag's Ihnen. Ich habe eine Hand gesehen, als sie die Fernbedienung gestohlen hat. Diese Person war da und hat den Mord gesehen, den ich begangen habe. Was? Ich weiß nicht, wer es war. Aber dieser Typ, der hat den Gerichtssaal in die Luft gesprengt. Und das, denken Sie wirklich, dass wir Ihnen das abkaufen? Ganz ruhig, Trucy. Ich sehe überhaupt keine psychischen Blockaden. Also schätze ich mal, dass er nicht lügt. Verzeihung, ich habe mich ein bisschen treiben lassen. Aber ich erzähle Ihnen die Wahrheit. Ich habe die Bombe nicht gesprengt. Und da haben Sie's. Man kann diese Behauptungen nicht einfach ignorieren. Deswegen, machen wir mal so einen kleinen Plan hier. Oder Nachforschungen. Wir haben sogar die Bombe selber analysiert. Oder was von ihnen übrig geblieben ist. Momentan haben wir keine neuen Fakten gefunden. Puh. Na, das nenne ich aber mal so Frisselarbeit hier, Puzzleteile. Ach du Kacke. Wow, die haben das tatsächlich alles aufgesammelt. Teil für Teil. Oh, schauen Sie sich nur die schönen Teile an. Ich wünschte, ich könnte sie haben. Oh, scheint so, als hätte sein Geek-Schalter sich aktiviert. Phony Fenty Bombe in der Gerichtsakte hinzugesteckt. Es wurde in der Boarding Lounge 1 gefunden und hat den Gerichtssaal Nummer 4 gesprengt. Fragmente wurden analysiert. Okay, und da sind auch Details. Will ich haben. So, schauen wir uns mal die Details an. Ja, da haben wir einmal die Bombe. Okay. Ja. Okay. Nun, ich hoffe, Sie sind bereit für Staatsanwalt Blackwells spezielle Verhörmethoden. Ah, alles nur nicht das da. Ich fürchte, dass ich mich von Ihnen verabschieden muss. Ich war gerade dabei, Miss Sykes zu verhören. Sie wollen Athena jetzt sehen? Das ist richtig. Oh, sind Sie gekommen, um sie zu sehen? Es tut mir leid für die Unannehmlichkeiten, aber könnten Sie vielleicht später kommen? Nun, los geht's!
Was für ein schlechtes Timing. Scheint so, als müssen wir warten, bis ihre Verhörung vorbei ist. Und nachdem wir den ganzen Weg hier hingegangen sind, Manu, ich schätze, wir sollten dann zurück zum Space Center gehen. Wir können auch einfach nach McDonald's gehen und ein Big Tasty Bacon fressen. Egal. Lass uns mal dieses Roboterlabor schauen, Daddy. Ja, richtig. Klingt nach einem Plan. Den zweitbesten. Direkt hinter McDonald's. Gut. Dann gehen wir mal zum Roboterlabor. Roboter, Roboter, Roboter. Ach du Scheiße, was steht denn hier rum? Ist das ein Kampfroboter aus Terminator, der die Welt erobern will und jeden umbringt? Na toll. JT02. Was soll das nur bedeuten? Keine Ahnung. 20. Dezember. Cosmos Space Center. Roboterlabor. Also das ist das Roboterlabor, hä? Scheint so, als wäre das direkt eine Etage über der Boarding Lounge. Und von diesem Raum aus wurden die Leute dazu veranlasst, die Notleiter zu verwenden. Das ist also der Ort, wo Athenas Mutter vor 7 Jahren ermordet wurde. Wo wir so nebenbei über eine Person reden, die mit Roboter arbeitet. Daddy, schau mal, da drüben. Will ich das sehen? Was zum? Also haben sie geplant, es mit diese, ja, die Kapsel mit dieser Tasche zu tragen. Ist das richtig? Ja, mehr oder weniger. Sagen Sie mal, warum hören wir nicht auf, über diesen Fall zu sprechen und haben mal eine schöne Tasse Tee? Apollo und Aura Blackwell? Ich frage mich, worüber Sie gerade reden. Nun, wer verdirbt uns da denn den Spaß? Jetzt, wo wir gerade doch so schön alleine die Zeit genießen wollten. Trucy und Mr. Wright. Wenn es Apollo ist, den ihr haben wollt, dann muss ich euch leider widersprechen. Er hat gesagt, er wird für sich selbst Untersuchungen anstellen. Und ich respektiere seine Wünsche. Wir sind nur hier, um dieses Labor zu untersuchen. Nun, dies ist mein Labor und ihr benötigt meine Erlaubnis, wenn ihr hier rumschnüffeln wollt. Was für eine Bitch. Aber sowas von. Boah, die regt mich auf. Simon und Aura scheinen eine ziemlich, entweder eine merkwürdige Mutter, einen merkwürdigen Vater oder beides zusammen abbekommen zu haben. Na toll. Was passiert ist? Mincemeat? Was soll denn das bitte sein? Mincemeat. Faschierte, gehackte Hackepeter. Oh. Oder Hackfleisch. To make Mincemeat off so, jemand zu Hackfleisch verarbeiten. Ja. Nun, ich habe von der Verhandlung gehört. Scheint so, als hättet ihr aus dem Direktor Hackfleisch gemacht. Und plötzlich war Starbuck draußen und ihr kleine Prinzessin war drin. Fall geschlossen und alle lebten bis zum Ende glücklich. Daddy, sag doch etwas gegen sie. Und ich nehme an, sie werden die Prinzessin vor Gericht verteidigen. Liege ich da richtig? Die Prinzessin, hä? Schätze, sie redet über Athena. Natürlich, Athena ist unschuldig. Oh je, so viel Loyalität und Vertrauen.
Sie scheint mir ziemlich verdächtig. Diese emotional unstabile Prinzessin. Da ist ihr doch ihr Täter. Stimmen Sie mir da nicht zu, Apollo? Ich weiß es noch nicht. Apollo, wie kannst du nur? Apollo, du wirst doch jetzt etwa nicht auch noch zum Arsch. Was ist denn falsch daran zu sagen, ich weiß es nicht, wenn es der Wahrheit entspricht? Es ist doch ein ziemlich wissenschaftlicher Blick. Ihr Untergebener ist doch hat ein bisschen mehr Grips in sich. Oder sollte ich vielleicht sagen, ehemaliger Untergebener? Das kann ich nicht glauben. Verdächtigt Apollo wirklich Athena? Hui, all dieses Lachen hat mich müde gemacht. Jetzt ist es dein Zug, etwas zu sagen, du Stück Müll. Mr. Terran, Sie sehen blass aus. Soll ich Ihnen vielleicht in die Krankenstation helfen? Mr. Terran? Aber das ist Apollo, mit dem du sprichst. Oh, dieses Stück Müll hier verwechselt Clay mit Apollo. Vielleicht ist Apollo ja mit dem Geist von Clay besessen. Mr. Terran, wie geht es Ihnen, Ihren Verletzungen? Mr. Terran. Schätze wohl, Clay wandelt noch ein bisschen hier umher, um die Prinzessin zu jagen, die ihn ermordet hat. Oh, und den Anwalt zu heimzusuchen, der sie verteidigt. Ein Roboter, der Geister sehen kann. Ja, richtig. Und ich bin ein Geistermedium, ist klar. Tut mir leid, aber anscheinend können Wissenschaftler keine gruseligen Geistergeschichten erzählen. Das. Ich habe die Absicht, Athena zu verteidigen. Ganz egal, was sie darüber sagen. Was für eine perfekte Dummheit. Diese Art von Blindheit oder blindhaftes Glauben bringt die Menschen dazu, die Wahrheit aus den Augen zu verlieren. Genau wie vor 7 Jahren. Vor 7 Jahren. Können Sie mir über den Zwischenfall vor 7 Jahren erzählen? Warum denn? Macht es denn Ihnen Spaß, über die Gefühle anderer Menschen rumzutrampeln und Salz in die Wunde zu rubbeln? Oder sowas? Ich habe gerade echt vergessen, den Satz, wie ich den beenden wollte. Streuen, sowas. Ja, streuen wollte ich sagen. Oder möchten Sie nur, dass ich erzähle? Wenn das der Fall ist, was soll ich denn als Gegenleistung erwarten? Ich würde auch gerne über diesen Zwischenfall hören. Vielleicht hilft es mir dabei, den momentanen Fall besser zu verstehen. Hä? Apollo weiß auch über diesen Fall Bescheid? Nun, wenn du es bist, ja danach fragt, Apollo. Komm schon, du Stück Müll. Erzähl die Geschichte. Aber, Miss Aura, das ist private Information.
Wenn du nicht reden willst, dann werde ich dich dazu zwingen. Oh oh. Ach du Scheiße. Ja, wer kümmert sich denn schon um persönliche Privatsphäre? Ich nicht. Meine Fresse, was spritzt sie da eigentlich rein? Was ist das? Wutdroge? Ich bereite gerade meine Prozessoren vor, um alle möglichen Informationen abzurufen. Wow, was für ein magischer Trick. Der ist ja plötzlich ein ganz anderer Roboter. Das muss irgendein Teufelsbenzin oder Öl sein. Das ist ja nicht normal. Die Körper, alle Roboter, die durch dieses Labor kommen, sind von Miss Aura konzipiert worden. Ich wurde vor 7 Jahren geboren. Ich vermisse Aura so... Ja, so sehr. Also, nee, Miss Aura war so viel jünger da. Ja. Wow, pass besser auf, was du da sagst, Klonko, bevor du noch recycelt wirst. Und unsere Herzen wurden kreiert durch das große Genie Dr. Metis Sykes. Herzen? Roboter mit Herzen? Kann man sowas überhaupt machen? Emotionen sind keine irrationalen Dinge. Unsere Logik und unsere Herzen können zusammen verbunden werden. Die beiden Navigationskumpanen, die Miss Aura und Dr. Metis erschaffen haben, von den Menschen aus. Ah! Wow. Metis. Sie hat gerade nach ihrem Tisch rüber geschaut. Niemand konnte Metis Nachforschungen fortsetzen. Sie und ihre Arbeit waren wirklich einzigartig. Und jetzt sind die beiden Navigationskumpanen das Einzige, was von Metis übrig geblieben sind. Die Roboter sind alles, was übrig geblieben sind? Vergiss sie da nicht eine wichtige Person? Wie die Tochter vielleicht? Wir haben die ultimative Erschaffung zusammen gemeistert, aber nun ist sie weg. Ich habe das Gefühl, Dr. Sykes hat ihre Roboter genauso geliebt wie ihre Tochter. Und wie sie sie genauso geliebt hat. Worüber reden Sie denn? Bringen Sie mich nicht zum Lachen. Aber du hast ebenfalls jemanden verloren, nicht wahr, Apollo? Dein Freund Clay. Scheint so, als wären wir beide im selben Boot. Miss Aura, wollen Sie vielleicht ein Taschentuch? Ah! Jetzt halt mal den Mund an, du Stück Müll! Was hat es denn mit den beiden Roboter auf sich, die gebaut wurden? Klonko und Ponko, das werden wir im nächsten Part erfahren. Bis dann!